Finger ist viel zu klein, um so ein Herz zu machen. Seht ihr das? Jetzt wollte ich das mal so schön aufgehen lassen. Uhu 1968. Das ist ein toller Name. Uhu 1968, finde ich einen Spitzennamen. Pepe Neuhaus, ich grüße euch. Schönen guten Abend. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich bin auch schon völlig gaga. Ich habe gerade noch mit einer Freundin telefoniert und die hat mich durcheinander gebracht. So ist es nämlich. So ist es nämlich. Jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Es ist Ulig Stille Örtchenzeit. Es ist Sonntag, 22.15 Uhr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Guten Abend. Guten Abend. Ich sitze hier schon bereit. So. Und dann fangen wir gleich mal an, oder? Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Uli Stille Wörtchen, wo endlich mal Zeit ist, in Ruhe zu reden. Begrüßen Sie mit mir unsere wundervolle Gastgeberin, Elena Ulich. Guten Abend, herzlich willkommen zu Ulig Still im Örtchen. Wie schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Es ist Sonntag, es ist 22:15 Uhr. Ich sitze auf meinem stillen Örtchen. Ich weiß nicht, wo ihr gerade sitzt. Das könnt ihr mir eigentlich mal schreiben, wo ihr eigentlich das stille Örtchen anschaut. Doch wahrscheinlich nicht auf dem stillen Örtchen, sondern vielleicht im Bett oder in der Küche oder auf dem Sofa oder auf der Couch, aber bestimmt nicht draußen. Oder ihr seid schon zu Hause, oder? Schreibt mir doch mal, das würde mich sehr interessieren. Ja, ich wollte euch berichten von meiner Woche. Es war ja eine wilde Woche, möchte ich sagen. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal sehr, sehr bedanken, dass ihr alle so fleißig unterstützt habt. Sozusagen, es ging los mit Hakle-Shopping. Das war ganz toll, hat mir sehr viel Freude gemacht. Und das habt ihr dann weggeshoppt, das, was sie da hatten, sozusagen. Und dann hatte ich am Donnerstag noch einen Deal des Monats, Quatsch, am Freitag, einen Deal des Monats von Gretel. Das war auch ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich möchte an dieser Stelle auch Dermalogica und Noeli danken für euer Vertrauen und dass ihr an meiner Seite seid. Ganz, ganz, ganz toll. Und für Dermalogica gibt es diesen Donnerstag auch wieder nur für 24 Stunden den Deal des Monats und zwar um 19:30 Uhr. Also wer Lust hat, Deal des Monats 19:30 Uhr und da geht es vor allem diesmal auch um die Jüngeren. Also falls ihr Kinder habt, ja, im Alter von 11 bis 23, falls ihr Enkel habt in diesem Alter, falls ihr selber so alt seid, dann solltet ihr auf jeden Fall am Donnerstag einschalten. Ja, und dann hatte ich gestern, und das war ganz toll, da möchte ich mich auch nochmal sehr bedanken, ich hatte gestern eine Lesung in Frankenthal und es gibt sowieso nur noch eine einzige Einzellesung, die ich alleine mache, weil ich lese ja mittlerweile mit dem Herrn Karl zusammen und das macht mir großen Spaß. Und diese Lesung gestern, die war sozusagen noch, jetzt haben sich die Ohrringe verdreht. Die kam sozusagen noch aus einer anderen Zeit, nämlich vor Corona hätte ich lesen sollen, weil da mein Buch ja irgendwann rausgekommen ist und dann wurde das verschoben, 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 verschoben. Und jetzt war es gestern dann soweit und ich habe in der Stadtbücherei Frankenthal gelesen und es waren tolle Menschen da und vor allem waren auch viele da von denen, die jetzt da sind. Und ich möchte nochmal sagen, wie toll das gestern war. Marieke, dass du tatsächlich 450 Kilometer gefahren bist, um zu dieser Lesung zu kommen. Das ehrt mich sehr. Zusa, Honigglas, Melli Ben, dass ihr da wart, das ist irgendwie eine große Freude gewesen. Und ich möchte euch sagen, dass ich lese nur noch ein einziges Mal alleine. Und das wird in Köln-Porz sein am 12. November. Ich glaube doch, oder? Ich glaube doch am 12. November. Lass mich schnell schauen. Da lese ich noch einmal, also wer den Genuss haben möchte, mich alleine zu sehen, in einem etwas kleineren Rahmen, der sollte noch nach Köln-Porz kommen, wo man Karten kriegt. Ich habe keine Ahnung, aber das wollte ich euch sagen. Lass mich kurz gucken, ob das stimmt. Ha, stimmt das? Ja, am 12. lese ich in Köln-Porz. Und dann lese ich mit dem Herrn Karl, auch wer da Lust hat zu kommen, das möchte ich auch sagen, weil das ist immer sehr schön bei den Live-Lesungen, wenn man sich da. Ah, in München auf dem Sofa sitzt du, in Frankenthal in der Pfalz sitzt du. Wo seid ihr denn noch? Wo sitzt ihr denn noch in München? Nein, pass auf. Und dann, das wollte ich auch sagen, lese ich ja mit dem Herrn Karl am 18. Oktober in Machtrenk, das ist zwischen Wels und Linz, und am 19. November in Wien im Mut. Also wer da noch Lust hat zu kommen, sehr gerne. Ich weiß nicht, ob es noch Karten gibt, ich glaube schon. Also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn da jemand kommt. Weil das ist ja live doch immer schön. Und auf jeden Fall war ich also gestern da und das, was mich besonders gefreut hat, und den möchte ich an dieser Stelle nochmal Danke sagen, mein kleinerer Sohn ist gestern mitgefahren und hat gesagt, er kommt diesmal mit, er schaut sich mal eine Lesung an. Und ich habe ja aus meinen Büchern vorgelesen und da taucht er ja auch auf als der Kleine. Darüber hat er sich geärgert, dass er der Kleine war und nicht die Prinzessin, weil ich habe ja dann sozusagen der Große, der Kleine und die Prinzessin.
Und dann sagt er, warum er denn als der Kleine tituliert war. Und der war da. Und es war ganz toll, weil er hat dann das Fotografieren übernommen. Und hat sozusagen immer mich fotografiert mit verschiedenen Gästen. Und das war sehr, sehr lustig. Und da bin ich ihm sehr dankbar und war ganz, ganz stolz, dass er mal mitkriegt, was ich denn eigentlich so mache. Weil hier wird er ja ausgesperrt auf dem stillen Örtchen. Ja, so war das. Und dann sind wir heute zurückgefahren. Ich bin auf dem stillen Örtchen und die Kinder sind hoffentlich im Bett. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Herr Seebacher, wo sind Sie denn? In Berlin? Also den Termin in Wien habe ich mir natürlich schon dick und fett im Kalender eingetragen. Du kommst, oder? Also wenn ich noch eine Karte kriege, ja. Ich habe dir doch gesagt, ich besorge dir noch eine Karte, Seebacher. Das höre ich gerne. Wie geht's dir? Eine oder zwei? Zwei. Zwei. Nimmst jemand mit. Verrätst mir nicht wen, aber nimmst jemand mit. Nein, aber du musst ja nicht alleine in der Lesung sitzen. Es ist ja lustiger, wenn man jemanden kennt, mit dem man dann gemeinsam lachen kann, wenn es denn was zu lachen gibt, möchte ich sagen. Ja, das sehen wir dann. Das bin ich dann mal gespannt, so wie man da was zum Lachen hört und so. Übrigens, die heiligste aller heiligen Rollen ist jetzt die letzte. Hier ist leer. Ich habe beschlossen, ich werde sie noch nicht aufmachen. Nein! Ich werde sie behalten und werde jetzt einfach eine neue Packung Klopapier holen. Und die bleibt dann sozusagen noch, die wird bleiben. Die heilige Rolle. Die heilige Rolle. Das ist sozusagen wie man früher so diese gehäkelten Überzieher fürs Toilettenpapier. Richtig. So habe ich jetzt hier meine heilige... Wir haben alle unsere heiligen Rollen im Bad. Meine heilige Rolle ist ja in Oberösterreich. Oh! Oh, hast du die also auch nicht ausgepackt? Nee, die habe ich auch nicht ausgepackt. Die steht da auch und ich habe beschlossen, sie nicht auszupacken. Auf gar keinen Fall. Weißt du? Und da ist ja, die ist ja farbig da drin, oder? Nee, die da drin ist nicht farbig. Ah, ich dachte, das ist eine Farbe. Ich habe mich nicht reingeguckt, siehst du wohl? Nein, farbig ist dieses hier. Kriegt man das noch? Also die haben es ja jetzt in den Online-Shop aufgenommen. Aber letzte Woche war dann das Pack sozusagen ausverkauft, weil die tolle Community, und da möchte ich auch nochmal sagen, wirklich toll geshoppt hat, Ferdinand. Ferdinand, du musst unbedingt zur Lesung in Wien kommen. Das kläre ich gleich morgen. Das habe ich natürlich schon wieder vergessen, weil das ist natürlich schon was anderes, wenn man öffentlich liest, als wenn man, weißt du, als wenn man, ja. Schau mal hier, schreibt jemand, meine heilige Rolle ist auf der Fensterbank, heilige Rollen am Ohr, ja, mittlerweile, die habe ich ja von der Monika Ruger gekriegt, ist das nicht schick? Ich könnte mir so Ohrclips machen mit Klopapierrollen. Jemand fragt, warum wir über Klopapier sprechen, weil wir auf dem stillen Örtchen sitzen und auf dem stillen Örtchen kann man auch über Klopapier sprechen. Hey, und es schreibt schon wieder jemand, die Verbindung von Ferdi ist so schlecht. Ich glaube, hier ist was im Spiel. Ich werde dir jetzt eine App schicken, Ferdinand. Und mit dieser App checkst du mal, wie die Verbindung tatsächlich ist. Ich sag dir was. Ich habe eine 40 Mbit-Leitung. Also hier kracht so richtig. Bei dir kracht so richtig. Nein, ich glaube das auch nicht. Ich glaube das auch nicht, da musst du dir auch gar keinen Kopf machen. Geht's dir denn gut, mein Herz? Sag mir kurz, ob es dir geht. Ja. Ich muss jetzt auch kurz erzählen, wir hatten ja große Premiere von meinem Kinofilm Love Machine 2. Wo ich und? Ja, er kam richtig gut an. Und meine Rolle, der Marvin, ich habe da sozusagen einen Oststeirer gespielt, der im krassesten, breitesten Dialekt, den ich eigentlich privat nicht spreche, daher plappert. Und das kam sehr, sehr gut an. Also der läuft jetzt leider nur in Österreichs Kinos, aber wenn ihr nicht zu weit von der Landesgrenze seid, könnt ihr mal kurz rüberhupfen und euch hier so Love Machine 2 anschauen. Läuft der in Salzburg? Der läuft in Salzburg, klar. Der läuft in ganz Österreich. Ja, da muss man doch hin, oder? Da muss man doch hin. Er läuft in Innsbruck, er läuft in Bregenz, er läuft in Wien, er läuft in Salzburg, also überall. Also gern vorbeikommen und angucken. Und dann dem Ferdi schreiben, wie es euch gefallen hat. Genau, und dann mir gerne schreiben, wie es euch gefallen hat. So, das war genug der Eigenwerbung, das war's. Es haben auch Leute schon geschrieben, ich soll über die neue Staffel erzählen. Tja, das mache ich natürlich nicht, weil das ist ja... Nein, das macht der Ferdinand das nächste Mal. Jetzt kommt nämlich gleich mein alter Freund Vanja Müs, auf den ich mich sehr, sehr freue, Ferdinand. Dann wünsche ich euch, liebe Emma, ganz viel Spaß. Ich schicke liebe Grüße nach Minger
Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dann allerspätestens am 17. November live in Wien sehen. Ich 17. Hoffe, November war das richtig, ja, ne? Ich glaube, 17. November, ja. Und ja, und wir sehen uns digital sowieso wieder nächste Woche. Und wenn wir dann live sind, dann machen wir auch eine schöne Story. Aber hallo. Aber hallo. Wie sieht das aus? Pass auf dich auf, mein Herz. Pass auf dich auf. Bis dann. Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Ciao. Ach, ein treuer Gesell, der Herr Seebacher. Ich liebe es. Jetzt schauen wir doch mal bitte, wo der Herr Müß ist. Den möchte ich euch nicht vorenthalten. Vanja, jetzt habe ich dich angefragt. Du hast ja auch gesagt, du bist technisch da noch nicht ganz so fit, aber das wirst du. So, aber wie fit du bist, hör mal. Und was hast du für eine klare Internetverbindung? Ich drehe durch. Alles vorbereitet. Alles aber generalstabsmäßig. Aber mal ganz ehrlich, ich habe euch ja eben zugeguckt, wie ihr das macht. Das ist schon großartig, weil mit solch einer Energie um diese Uhrzeit, ich bin total fertig, ehrlich gesagt. Du bist fertig? Warum? Weil ich gerade sehr, sehr, sehr viel unterwegs bin und sehr viel arbeite und wiedergekommen bin von einer langen Lesereise mit einer ganz tollen Autorin und morgen nach Belgien fliege, um da mit den Franzosen zu drehen, auf Französisch und Tag und Nacht halt auch diese Texte lernen muss und dementsprechend sehr, sehr müde bin. Französisch musst du lernen? Ja. Kannst du denn überhaupt Französisch? Ich konnte das mal sehr gut. Schulmäßig und ein bisschen mehr als schulmäßig. Und jetzt habe ich halt diese Rolle und das ist die zweite Staffel, die wir drehen und ist bei der ersten gut gelaufen. Ich bin wieder dabei, also es muss ausgereicht haben auf jeden Fall. Das heißt, du drehst jetzt in Belgien? Ich drehe jetzt gerade in Belgien bis Dezember. Pass auf, Vanja, da muss ich dich gleich jetzt, wir sind ja auch Gott sei Dank unter uns. Ne? Auf jeden Fall. Du musst jemanden ausfindig machen, einen Belgier, der in Belgien ansässig und wohnhaft ist. Okay. Weil es gibt ein Konzert nächstes Jahr. Mich hat eine Freundin angerufen, die mich gefragt hat. Also erstmal muss ich dazu sagen, in Belgien kann es gut möglich sein, dass ich da einen Belgier finde, der da wohnhaft ist und ansässig ist. Ja, und den brauchen wir, weil nur der, ja, ich erkläre das ja mal. Also es gibt sozusagen ein Konzert nächstes Jahr in Belgien. Ich weiß aber gar nicht, was, das weiß ich alles nicht. Eine Freundin hat mich angerufen und die Karten gibt es ab Januar zu kaufen, aber nur für Belgier. Da habe ich genug Kontakte, das kriegen wir hin. So, und wir haben keine Kontakte. Und ich wurde eben angerufen, ich Kontakte habe, jetzt, wo du das sagst, ja, weil dann könnte ich ja sozusagen das Weihnachtsgeschenk schlechthin, weil ich sozusagen den belgischen Kontakt habe. Auf jeden Fall, kriegen wir hin. Und wie lange drehst du in Belgien? Das geht bis Dezember. Das ist ja Wahnsinn. Wie drehst du jetzt gar nicht in Frankfurt? Nee, wir drehen immer nur die ersten, also im ersten Vierteljahr, also zwischen Februar und Juni in Frankfurt. Das ist Fall für zwei. Da machen wir vier Folgen, mehr machen wir ja gar nicht. Ihr macht den vier Folgen nur? Ja, 4x60 Minuten. Mehr nicht? Nee. Aber wieso denke ich denn, ihr dreht viel mehr? Weil normalerweise die ZDF-Serien, die so erfolgreich sind wie wir, natürlich auch mehr Folgen bekommen. Aber wir haben uns ganz gut eingependelt. Also 6 könnte ich schon mir vorstellen. Ansonsten ist es natürlich toll, wenn du den Rest des Jahres einfach andere Sachen machst. Ja, ja. Ja, ja, weil sonst wirst du ja auch Brain im Kopf. Ne? Du brauchst ja auch als Schauspieler verschiedene Sachen, um dein Instrument zu bespielen. Du kannst ja nicht immer nur das gleiche Stück spielen. Es gibt Leute, die wollen und können das, aber ich könnte das nicht und du ja auch nicht. Also wir brauchen... Ich auch, obwohl ich davon träume, ich sag's dir ganz ehrlich, ich träume natürlich von der Kontinuität, ja, weil das schon was Tolles ist, wenn du immer wieder an einem, das war früher bei Herz und Handschellen so, zu wissen, wer das, also wenn du da auch das Team gleich ist, ne, dann ist das so ein bisschen wie nach Hause kommen. Das ist auch, hat auch was, sich nicht immer wieder auf neue Leute einzustellen. Besonders, wenn man sich sehr mag. Also ihr mochtet euch, Henning und du, weiß ich noch genau, das war ja wie eine kleine Familie. Als ich durfte ja auch einmal mitspielen, da haben wir das letzte Mal da zusammen gedreht. Das ist natürlich schon Ich glaube fast, ja. Ich glaube, dass wir uns vorher kannten. Ich glaube, es war 2006, Sonja. Ich muss es dir gestehen, also wir waren beide blutjung. Wir haben ganz tolle Rollen bei uns auch, Gastrollen. Ich weiß nicht, ob du überhaupt Zeit hast dafür, aber dann bringe ich dich da ins Spiel, dann musst du mal zu Besuch kommen. Da bringe ich mal ein Spiel, weil da gibt es auch so ein schönes Hotel in Frankfurt, wo die ein großes Schwimmbad haben und da wohne ich besonders gern. Ja, da gibt es einige. Ich wohne auch im Hotel mit Schwimmbad, aber du willst wahrscheinlich ein anderes, aber das kriegen wir hin. Du kommst zu Besuch. Es gibt nur ein Hotel mit einem großen Schwimmbad. Ganz Frankfurt hat den Main, da kannst du auch schwimmen. Das kriegst kann doch nicht im Main schwimmen gehen. Nein, kannst du nicht. Das geht kann nicht. Man im Main schwimmen? Kann man das?
Man kann das, aber man überlebt das vielleicht nicht. Nein, ich habe meine Szene gedreht, als in der ersten Staffel, wie ich von meinem Hausboot, ich wohne ja in so einem Hausboot, ins Wasser gestiegen bin, um abzuhauen. Und dann waren irgendwie so Taucher drumherum, die mich gerettet hätten im Notfall. Das macht mir aber eher Sorge, möchte ich sagen. Wie lange drehst du denn jetzt den Fall für zwei eigentlich schon? Wir gehen ins 10. Jahr nächstes Jahr. Nein! Ja. Nein! Ja, so lange ist das schon. Aber weil ich habe mal einen Fall für zwei gedreht. Aber mit Klaus Theo wahrscheinlich. Ja. Aber das ist bestimmt 18 Jahre her oder so. Wir sind ja beide schon länger im Geschäft. Ich war mit ihm auch schon vor der Kamera für den Du Tag, auch, ne? Wo ich das dann übernommen habe, ja genau. Ja, ist lustig, oder? Aber damals war man noch in Wiesbaden, nicht in Frankfurt. Ja, das hatte sich dann so eingebürgert, dass man in Wiesbaden dreht. Am Anfang haben wir auch in Wiesbaden gewohnt im ersten Jahr. Und dann hat natürlich zu Recht auch das ZDF gesagt, wir drehen, also das soll in Frankfurt spielen. Wir wollen mehr von Frankfurt sehen. Das ist eine wilde Stadt, das ist Manhattan, ja, also mit Hochhäusern. Und man hat da alles von den Bankern bis hin zu den Straßenbanden und Kämpfen und so weiter. Und man kann eigentlich alles erzählen. Wir können nicht nur in Wiesbaden die Villen der reichen Leute erzählen, sondern wir müssen wieder nach Frankfurt auf die Straße. Und das machen wir jetzt, Antoine. Aber entschuldige bitte, zu Klaus Theos Zeiten, war denn da war es doch in Wiesbaden angesiedelt oder war es da auch in Frankfurt angesiedelt? Es sollte eigentlich Frankfurt und Umgebung sein, Wiesbaden, Frankfurt. So. Das ist ja ganz dicht beieinander, aber letztendlich. Ja, aber es ist eine ganz andere Stadt von der Struktur her. Ja, total. Und ich weiß nicht genau, warum das dann immer mehr Richtung Wiesbaden gerutscht ist, aber ich glaube, das hatte auch so logistische Gründe natürlich. Also alle haben in Wiesbaden gewohnt, die Firma sitzt in Wiesbaden, haben sie mehr Wiesbaden bedient. Jetzt haben wir das wieder Richtung Frankfurt gedreht und arbeiten die ganze Zeit in Frankfurt und sind eigentlich. Frankfurt hat auch unter uns die bessere Bahnanbindung, nicht? Als Wiesbaden. Ja. Das muss man mal ganz. Nach Drehschluss auch mal schnell nach Hause. Auf jeden Fall. So, darauf, du, pass auf, es ist ja so, normalerweise würde ich dir jetzt Fragen stellen, also stell dir nachher Fragen, aber es haben ja das Publikum, ja, haben ja Fragen gestellt. Aus irgendeinem Grund, Instagram hat was umgestellt, komme ich heute Abend an die Fragen nicht mehr dran. Ich habe zwischendurch geguckt, was so Fragen waren, ja, eine Frage ist, was machst du gerade, die ist sehr oft, ne, natürlich, was Leute, das ist, hast du jetzt beantwortet, aber wann bist du das nächste Mal zu sehen? Und ich weiß, dass du ganz, ganz bald das nächste Mal zu sehen bist, mein Lieber. Und da möchte ich wissen, wann. Nämlich morgen Abend. Im Fernsehen aber, nicht live. Im Fernsehen, in der ARD, ein Film über Martha Liebermann. Jetzt muss ich mal. Das ist so ein Kreis bei mir. Ich hoffe, dass ich jetzt, auch so. Ja, jetzt mache ich mich geschichtlich ganz schlecht. Martha Liebermann, sag mir mal kurz. Hilf mir mal. Genau. Also, Max Liebermann war ein großer jüdischer Maler. So ist es. Der 36 gestorben ist, also kurz vor dem großen Wandel. Ja. Vor dem Krieg noch, vor dem Zweiten Weltkrieg. Seine Frau Martha hat ausgeharrt in Deutschland und hatte immer die Hoffnung, dass sich das irgendwie, dieses braune Pack irgendwie von selber erledigen würde. Und hat sich getäuscht, also zumindest in der Zeit. Irgendwann hat sich es ja dann zum Glück erledigt, aber nachdem sehr, sehr viele schlimme Sachen passiert sind natürlich. Und sie hatte die Hoffnung, dass das früher ist und dass sie verschont würde. Und ist dann, hätte die Chance gehabt, rauszukommen, hat dann versucht, rauszukommen, hat es nicht mehr geschafft, sollte deportiert werden und hat sich das Leben genommen. Also diese Fakten sind ja bekannt. Und die letzte Lebenszeit von Martha Liebermann, da gibt es ein Buch von Sophia Mott, Dem Paradies so fern heißt das. Und auf Basis dieses Buchs ist der Film entstanden. Den Regisseur kennst du, glaube ich, auch recht gut, Stefan Bühling. Ich liebe ihn. Ich habe mit ihm, interessanterweise mit dem Ferdinand Seebacher, der vorhin da war, und der Vanessa Mai einen Film gedreht. Und wir haben den Weihnachtsfilm für die ARD gedreht. Und ich finde ihn einen ganz tollen Regisseur. Und das Schöne ist ja, das muss man ja sagen, Thekla Carola Wied spielt die Hauptrolle.
Ja, Martha Liebermann. Und genau. Die finde ich einfach natürlich zu niederknien. Es war sensationell, mit ihr zu arbeiten. Ich meine, es sind natürlich andere Kolleginnen und Kollegen dabei. Franz Hartwig ist dabei, Fritzi Haberland ist dabei, wir haben Lana Cooper ist dabei. Also es sind ganz viele. Ich spiele einen schwulen Kunsthändler und habe einen Lover in dem Film, der heißt Wladimir Konejew, ein Sänger, mit dem ich jetzt Gesangsunterricht machen darf inzwischen. Ein großartiger Schauspieler und Sänger, der hier die Bar jeder Vernunft ständig voll macht. Also das Tipi, diese Zelte mit Edith Piaf-Abenden und also Kurt Weil-Abende hat er als letztes gehabt, als nächstes der Edith Piaf-Abend. Also man hat auch Leute kennengelernt und mit Leuten spielen dürfen, die toll sind. Jan Prahl hat Kamera gemacht, eine sensationelle Kamera. Und das Tolle ist, die Regina Ziegler, die du auch sicher kennst, von verschiedenen Produktionen, hat eben von der Thekla dieses Buch in die Hand gedrückt bekommen vor ein paar Jahren. Und Thekla hat gesagt, Regina, ich möchte das machen und es wird vielleicht mein letzter Film. Auf jeden Fall will ich diese Figur spielen. Ein paar Jahre später ist der Film gedreht, lief in Monte Carlo auf dem großen Filmfestival für TV-Filme, eines der wichtigsten auf der ganzen Welt eigentlich, muss man sagen, gewinnt den Preis als bester Film, sie als beste Hauptdarstellerin. Und jetzt läuft er morgen im Fernsehen. In der ARD um 20. Bin ich sehr schön. Ich kenne ja auch die Thekla, die ist ja auch in Oberösterreich teilweise ansässig und das ist eine wirklich, wirklich tolle Person. Und das ist natürlich auch noch eine Schauspielerin vom alten Schlag. Ja. Ja. Wahnsinnig vorbereitet. Ja. Die geht in die Rollen rein. Die kommt wirklich noch aus einer anderen Zeit, wo man anders gearbeitet hat. Weißt du? Und das. Und sie ist also nicht nur perfekt vorbereitet, sondern sie ist auch unglaublich down to earth und freundlich. Und zu allen Kollegen, ob alt, ob jung, ob bekannt, ob unbekannt, ganz immer toll. Gleich freundlich und herzlich. Und das macht halt einen großen Unterschied auch. Ne? Also bitte schaut euch morgen den Film an. Vor allem möchte ich dich sehen als Kunsthändler. Ja? Ja. Weil ich glaube, das ist eine große Freude. Ja? Und sag mal, dann gibt es hier, also morgen Abend 20.15 Uhr ARD. Mein lieber Vanya, wir kennen uns jetzt, ich glaube, 20 Jahre. Ja, bestimmt. Bestimmt, oder? Also wir kennen uns, der Vanya und ich kennen uns aus der Berliner Zeit. Ich war ja sozusagen in Berlin, habe ja in Berlin studiert und dann da gibt es natürlich die Berliner Schauspieler und so, die lernen sich dann irgendwann mal kennen. Ich hatte damals nicht mit dem Herrn Müß, sondern mit jemand anders, kleines Tête-à-Tête, möchte ich sagen. Und da haben wir uns dann auch da kennengelernt und waren viel essen und haben gespielt. Nicht während des Tête-à-Têtes, ne? Nicht in dieser Sekunde. Kann ja sein, bei dir weiß man nie. Nicht da, aber sozusagen da sind wir uns auch wieder über den Weg gelaufen, möchte ich sagen. So ist es. So ist es. Und wir kennen uns viele Jahre und es gibt etwas, worauf ich heute Abend, wir sind ja hier sehr persönlich, was mich sehr, sehr beschäftigt hat in deinem Leben. Und zwar hast du durch einen tragischen Schicksalsschlag deine Eltern verloren. Ja. Ja? 2011, also es ist jetzt quasi 11 Jahre her. Und das war ziemlich dramatisch und ich weiß auch noch, dass ich das mitbekommen habe und wirklich auch mich ist völlig, obwohl ich damit ja gar nichts zu tun habe und wir zu diesem Zeitpunkt auch nicht mehr so eng waren, aber mich hat das damals völlig aus den Socken gehauen, weil das auch so dieses, das sind ja so, also wenn man so Schicksalsschläge hört, dann sagt man immer, oh Gott, aber man kennt ja meistens keinen. Weißt du, also so, ne? Man kennt keinen, sondern man hört das und sagt, um Gottes Willen, wie schlimm muss das sein? Und plötzlich kennt man jemanden, dem das widerfährt. Und das hat mich damals, und da wollte ich gerne mit dir drüber sprechen, weil natürlich das auch ein Punkt ist, der viele bewegt, viele vielleicht auch Angst davor haben und wie du damit umgegangen bist. Naja, das Grundthema ist ja eigentlich der Tod. So. Ja, ja. Und ich habe... kurz nach dem Unfall natürlich, wie Deutschland so ist, mit der Presselandschaft sehr viele Anfragen von der Presse bekommen, ob ich über dieses Schicksal, ob ich da nicht drüber sprechen möchte. Auch von so Dingern, wo viel Bildmaterial gefordert wird. So, ja. Genau. Und die wollten natürlich an den Kern der Sache, nicht auf das Thema an sich, sondern wie leiden die Müßbrüder unter dem Verlust und wie traumatisch das alles ist und wie schrecklich. Und ich habe das immer abgelehnt und abgesagt, bis dann ein Interview habe ich gemacht mit einer befreundeten Journalistin, Claudia Becker, 2014 war das. Das war so das erste Mal, 3 Jahre später, das erste Mal, dass ich über das Thema gesprochen habe und wir uns aber sehr genau abgestimmt haben, dass ich gesagt habe, ich will auf keinen Fall
tränendrüsig irgendwie dieses Schicksal ausschlachten, sondern ich will eigentlich meinen Lernprozess, der in Gang gesetzt wurde durch diesen Unfall, den möchte ich gerne beleuchten. Soll nämlich heißen, ein Tod ist das Einzige, was uns bevorsteht, was wir alle wissen, wenn wir geboren werden, dass wir irgendwann sterben werden. Vielleicht ändert das die Wissenschaft irgendwann, aber noch ist es so. Wir werden alle irgendwann gehen. Das kann früher sein, später sein, das kann schnell sein, das kann lange dauern, das kann schrecklich sein, man kann sanft wegschlafen und so weiter. Aber dass der Tod kommt, sollte uns allen bewusst sein. Und das Absurde ist, vor 10 Jahren war ich, wie alt war ich da? Also als das passiert ist, war ich 37, Pi mal Daumen, sowas. Jetzt bin ich 48, also vor 11 Jahren 37, es kommt hin. Man ist total überrascht mit 37, dass plötzlich jemand stirbt. Also alte Leute, ja, aber meine Eltern waren jetzt gefühlt noch nicht alt. Die waren trotzdem alt, aber so. Und was ich gelernt habe, ist, dass man einfach das gar nicht, dass das was Unplanbares ist und dass wir uns alle eigentlich vorbereiten dürfen, dass jeder geht. Und es ist schrecklich für die, die zurückbleiben. Das ist das, also das möchte ich auch nicht nochmal unbedingt erleben, dass jemand, der so nahe ist, geht, aber es wird sicher passieren, weil man gar nicht weiß, wer als nächstes geht. Vielleicht bin ich auch der Nächste. Man kann es aber nicht einschätzen. Aber man muss mal ganz kurz, damit auch welche, das ist ja auch ein Punkt. Also das ist eine Verkettung von Absurditäten. Ja, genau. Ich habe das vorhin auch noch mal gegoogelt. Ja, also dein Vater war mit deiner Mutter und dem, wie hieß der noch? Günther Ahmed, einem Freund, einem Schriftsteller und Wissenschaftler. Die waren auch gemeinsam auf dem Weg oder hatten die an dem Tag? Ja. Die waren gemeinsam mit dem Fahrrad unterwegs. Günther mit alleine. Mit einer Bildhauerin auch noch zusammen. Ja, die stand zufällig mit an der Ampel, aber die kannten sie auch. Die waren also auch diese, mit dem Fahrrad unterwegs. Die in Eppendorf, diese vier. Und jetzt wird es eben kurios. Es waren noch 20 drumherum, ne? Also es waren standen an der Ecke 24 und es gab ja letztlich, also ich versuche es mal kurz zu fassen. Bitte. Meine Eltern kamen mit einem Kumpel mit dem Fahrrad, die waren auf dem Tandem, saßen hintereinander auf diesem Tandem. Meine Eltern waren Kaffee trinken und standen an dieser Ampel. Die haben das dann alles rekonstruiert, weil man natürlich dann sich festhält an, warum sind die nicht eine Minute länger noch bei denen geblieben oder warum sind die nicht noch so, warum standen die jetzt? Auf jeden Fall standen sie da mit einer großen Menschenmenge. Das war der erste sonnige Tag im März, 12. März war das, 2011. Das heißt, Hamburg erwachte. So, das war ein Samstag. Alle waren auf der Straße, die Läden hatten gerade zu. Und diese Kreuzung in Eppendorf ist eine, an der sehr viele Leute aus Eppendorf eigentlich täglich vorbeigehen. Oder jederzeit da hätten sein können. Weshalb das auch so was ausgelöst hat in der Gegend, in Eppendorf, in Hamburg selber, dass Leute danach weggezogen sind, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, weil das wie eine Wunde in Eppendorf war, in Hamburg-Eppendorf. So. Die standen also an der Ampel, haben gewartet, dass es grün wird, es war rot. Und wenn wir es kurz machen, durch eine Verkettung von Umständen, ich gehe da gleich noch näher drauf ein, fliegt ein Auto durch die Luft und stürzt in diese Menschenmenge rein, von oben. Und diese vier Leute werden wie von dem Blitz aus heiterem Himmel aus dem Leben geholt. So. Dann gibt es großes Chaos, dann gibt es große Schreie, dann kommt die Polizei, dann kommen die Hubschrauber, dann kommt die Feuerwehr, dann werden Leute geborgen, dann wird sortiert, wer ist wer und so weiter. Und meine Mutter war relativ schnell identifiziert, die hatte immer ihre Handtasche dabei mit allem drum und dran und Notfallkontakt und so weiter. Mein Vater hatte nie Papiere dabei, das heißt, es war erstmal der große Unbekannte, der da verstorben war. Jetzt haben sie versucht, meinen Vater zu erreichen, haben meinen Vater nicht erreicht, weil sie natürlich auch nicht wussten, dass das... Die haben den probiert zu erreichen? Ja, weil sie nicht wussten, dass er das ist. Sie wollten jetzt die nächsten Bekannten ausfindig machen. Das war ja das Nächste. Die Söhne waren schon verstreut und so weiter. Es waren nur noch Verwandte in der Stadt und so. Aber was das Kuriose ist, ist eigentlich ein epileptischer Anfall, der das ausgelöst hat, des Autofahrers, der in dem Unfallwagen saß, der dann mit 107, weil er so verkrampft, auf das Gaspedal über die rote Ampel, auf die Gegenfahrbahn, in ein Auto reingefahren, wo zwei Leute drin saßen, die wir kennen auch noch. Und Peter Striebeck saß in einem Auto, das steht ja auch alles in der Presse, deswegen kann ich es auch alles sagen und so weiter. Der saß in dem einen Auto mit seiner Frau zusammen
Und hatte auch mal meinen Vater gespielt. Das war mein erster Filmvater. Nein. Auf jeden Fall touchiert dieser Unfallfahrer das Auto von Striebecks und fliegt dadurch irgendwie, verändert die Richtung, fliegt durch die Luft und stürzt auf diese wartende Menschenmenge, die auf Grün warten. So. Und danach gab es einen Prozess gegen den Autofahrer, der war auch, wurde schuldig gesprochen, weil er andere Unfälle vertuscht hatte und weil der, also da will ich auch gar nicht, über den will ich gar nicht nachdenken, der hat mich nie so richtig beschäftigt, weil man muss solchen Leuten dann auch nicht irgendwie Energie geben, gedanklich. Auf jeden Fall gab es einen Prozess und da kamen eben ganz viele Zeugen auch, was mir gar nicht, ich war ja nicht dabei, ich stand ja nicht mit da, sondern es gab eine Gruppe, die stand da, wo das Auto hingestürzt ist und dann war es eine Riesenkreuzung und dann standen an allen anderen Ecken auch noch Leute, die das mitbekommen haben. An jeder Ampel standen Leute mit Kinderwagen und so weiter und die Leute, die das von außen gesehen haben, die nicht betroffen waren von diesem Auto, die haben beschrieben, es machte Bums, also die sind ja erst, es heulte ein Motor auf, dann gucken die hoch, da machte es schon Knall und dann flog ein Auto irgendwie hin und dann war Stille und dann war Schreie. Das war die Beschreibung von Leuten, die es von außen gesehen haben. Die, die da standen, wo meine Eltern standen, konnten das wie verlangsamt beschreiben, minutengenau, wer wo stand, wer was anhatte. Der eine hatte gerade sein Kind aus dem Kinderwagen genommen, weil die Hemden abgeholt haben, die sie auf den Kinderwagen gelegt haben. Der Kinderwagen und die Hemden waren danach Schrott. Das Kind hat überlebt. Also es gab so ganz absurde Geschichten, die während dieser Prozesszeit dann rauskamen. Und die Wahrnehmung der Leute, die dieses Auto auf sich haben zufliegen sehen, war so verlangsamt, dass es, wie man es ja aus Filmen kennt, dass das Leben zieht langsam an einem vorbei, wenn man im Angesicht des Todes ist. Das fand ich eine ganz spannende Erkenntnis. So. Und die Erkenntnis. Und der Striebeck ist mit seiner Frau Auto gefahren, quasi. Die waren auf dem Weg zum Flughafen, ja genau. Die waren so auf der Straße, kamen von der Seite, die sind über Grün gefahren, weil da der andere über Rot gefahren ist. Motor heute auf. Die Beschreibung war, wir haben den Motor aufrollen sehen und wussten nicht, sollen wir bremsen oder Gas geben. Also haben wir Gas gegeben, dadurch hat er den nur hinten erwischt und dadurch sind die, sagen wir mal, mit dem Schrecken und natürlich der Schuldfrage und mit der inneren Schuld, mit diesem ganzen Drama davongekommen. Die haben aber uns also das ist alles geklärt. Ich liebe die Striebecks sehr, sehr. Ich bin gut mit der Katrin und der Jana befreundet. Wir haben auch zusammen gedreht, das sind die Töchter von den Striebecks. Also wir sind sehr eng. Und ich habe denen sofort den Zahn gezogen und habe gesagt, das ist das Schicksal. Keiner kann da irgendwas dafür. Aber für die ist es natürlich auch schrecklich. Ne? Ja, für alle. Alle, absolut. Alle. Für die, und du bist ja dann auch, du hast es ja dann auch eigentlich auch, also das Erfahren, das ist doch das, wovon man sein ganzes Leben oder wir alle, dieser Anruf. Genau. Ne? So. Es war noch mal komplizierter, weil die Polizei, wie gesagt, bei meiner Mutter die Kontakte gefunden hat, jetzt meinen Vater finden wollte, dem sie das alles mitteilen. Und dann waren sie bei der Zwillingsschwester meiner Mutter, die zum Glück nicht da war, weil die wäre, glaube ich, auch, wenn sie die Nachricht als Erste erhalten hätte, tot umgefallen. Also hat mein Onkel das entgegengenommen, der natürlich, dem ich herzlich dankbar bin, wie er damit umgegangen ist, der auch gesagt hat, schickt nicht in Berlin Leute los zum Vanya, weil da gibt es meinen Sohn, der sagt, also der würde das übernehmen und der stand dann bei mir nachts vor der Tür und hat mir das erzählt und Gregor hat mich gerettet, kann man nicht sagen, aber der hat mir das natürlich leichter gemacht, als es eigentlich war, der hat mich aufgefangen. Und dann sind wir nach Hamburg gefahren, morgens um 6 mit dem allerersten Zug, um erstmal zu gucken, was müssen wir jetzt alles klären. Und dann habe ich meine Brüder angerufen, dann kamen wir alle zusammen und dann haben wir das als Familie und als große Gruppe, als Dorf sozusagen gemeistert, das Ganze. Ja. Vanya war 37 damals, sozusagen. Genau. Und was ist denn für dich, also wenn du da heute dran zurückdenkst, weil wir haben ja auch kurz vorher auch drüber gesprochen, was ich ja so wichtig finde, dass es Tod ja gibt. Ne? Da genau. Können wir uns alle nicht vor frei machen. Das wird irgendwann passieren. Bei manchen eben früher, bei manchen später. Toi, 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 fuku, fuku. Aber wir sollten für die, die zurückbleiben, doch Sachen klären, glaube ich. Also das sind die zwei Sachen eigentlich. Verschieb, das war meine Erkenntnis, verschieb möglichst keine Probleme. Also besprech die Dinge jetzt, weil es ist so doof, wie es sich anhört. Es kann jederzeit vorbei sein. Und ich hätte gern noch ein paar Sachen geklärt. Aber man hat es immer verschoben und dachte, irgendwann ist man dann irgendwann und so. Und dann redet man darüber. Nichts Schlimmes, aber einfach Sachen, die ich noch gerne gefragt hätte, geklärt hätte, vergeben hätte oder also einfach miteinander ins Reine kommen. Und das Zweite ist ganz blöd,
Da schreibt einer, also noch nicht so lange her, 37. Ich bin jetzt 48, also schon eine Weile her. 11 Jahre war der Unfall her. Auf jeden Fall muss man möglichst seine ganzen Unterlagen in Ordnung bringen. Also, dass man an die denkt, die zurückbleiben. Die haben genug Stress mit dem Trauern. Die haben genug damit zu tun. Macht denen das nicht so schwer mit Patientenverfügung, falls jetzt einer überlebt hätte und im Krankenhaus. Und also, was man da für Entscheidungen treffen muss, sprecht mit den Leuten drüber. Und wo ist das Testament? Wer kriegt was? Wie stellen die sich das vor? Hat man eine Kontovollmacht? Ich musste zur Bank gehen, zu meiner Haus- und Hofbank. Da war ich, seit ich 3 oder 4 bin, und musste mit der Bankbeamten, die sehr, sehr nett war und die das in der Zeitung gelesen hat, weil das ja eine Schlagzeile war, dass die verstorben waren durch den Unfall, musste ich mit der Bankbeamten erbetteln, dass ich einmal in die Konten reingucken kann, bevor ich den Erbschein habe. Ja klar, weil die dürfen das Bankgeheimnis. Die dürfen mir nicht zeigen, ob meine Eltern was drauf haben oder nicht. Die kann ja sein, dass ich nicht der Erbe bin, sondern meine Brüder oder, also es ist einfach ausgeschlossen. Aber ich habe gesagt, ich muss das wissen, weil entweder müssen wir Geld leihen oder die haben genug, aber die Beerdigung muss bezahlt werden, der ganze TÜNÜV und so weiter. Und dann hat sie einen Trick gefunden, wo sie gesagt hat, also wir können uns nur unterhalten, aber sie können sich natürlich hier mal auf den Stuhl setzen hinter mich und dann reden wir mal über das Wetter und so. Und dann habe ich einfach gesehen, okay, wir müssen uns jetzt nicht direkt Sorgen machen. So. Aber ja, solche Sachen, denkt man nicht. Natürlich ist man, weißt du, das ist natürlich toll, dass da jemand da war, ne, der die Not erkannt hat und der auch versteht, dass jetzt Bürokratie natürlich... Ja, genau. Ne, dass man da irgendwie Auge drumherum... Zudrücken. Ja, und das kenne ich auch, dass dann jemand einem hilft, wo man einfach weiß, das ist jetzt die richtige Person, die kennt dich, seit du was weißt. Verstehst du? Also ist ja alles absurd. Ja. Aber ich merke auch, Manja, dass ich schiebe das ja auch lange vor mir her. Ja? Also wir sind zum Beispiel ja nicht verheiratet. Ich habe 4 Kinder. Du hast auch 2 Kinder. Man ist auf Reisen, man ist unterwegs. Ne? Die Sachen einfach zu ordnen. Und es ist nicht so kompliziert. Es braucht ein paar, also gerade eine Patientenverfügung. Ich habe, das kann Hast man du online, eine jetzt mittlerweile? Ich habe eine Patientenverfügung sofort gemacht. Kann man online machen, da kann man jederzeit ändern. Man muss auch nicht sich überall entscheiden für alle Eventualitäten, weil du sitzt davor und willst es nach 3 Minuten ausmachen. Wirklich, weil du denkst, um Gottes Willen, worüber muss ich noch alles nachdenken? Ja. Was ist, wenn ich die Schläuche habe, ich kann nicht mehr essen, aber ich kann jeden. Weißt du so? Aber weißt du, was ich toll finde? Das ist ja das erste Mal, dass wir hier so sprechen. Und man kann ja mitlesen und alle beteiligen sich. Und das geht mir natürlich alles viel zu schnell. Ich bin ja ein alter Mann, aber das finde ich ja großartig. Du bist kein alter Mann. Doch. Ich bin fast 50. Ich meine, ich habe halt nicht viel Energie. Ich auch. Ich bin 47, du hast immer schon Energie für 4 gehabt. Nein, aber das stimmt. Aber das ist das Tolle, weil das Schöne ist, dass man mitlesen kann und dass viele Anteil nehmen und dass man auch hier, und das finde ich so wichtig, dass man sich selber aufrüttelt, auch durch so ein Gespräch, ja, und auch so genauso wie Organspendeausweise und sowas. Weißt du, dass man einfach, es ist eigentlich einfach zu kriegen, man muss sich halt einmal hinsetzen, man muss es halt einmal machen und man sollte es nicht vor sich herschieben. Ja, weißt genau. Du? Man muss es einmal machen, man muss es mit seinen Liebsten besprechen und einfach, wenn wir gewusst hätten, wo wir den berühmten Ordner, den wir irgendwann gefunden haben mit allen wichtigen Pins und Tans und Dings und allen, es gab kein Testament in dem Sinne, sondern es gab ein sogenanntes Berliner Testament, wo die sich gegenseitig eingesetzt haben. Jetzt Fehler. War natürlich, ja, Fehler. Aber in dem Fall Fehler, weil waren halt beide nicht mehr da. Ja? Also, so. Aber wie gesagt, der Tod kommt, kümmert euch drum, mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ja, so, und jetzt machen wir aber auch mal ein lustiges Thema, oder? Ich meine, das ist ja... Haben wir eins? Was? Wir haben eins, pass auf. Und jetzt, wie immer, unsere beliebte Rubrik 7 Fragen aus 77. Wähle mit Bedacht, denn nun geht es auch ans Eingemacht. Vanja, ich danke dir, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, weil ich sie ganz, ganz wichtig finde und ich finde toll, wie du damit umgehst und ich möchte nochmal sagen, mein herzliches Beileid. Das ist mir wichtig. Dankeschön. Gut. Vanja, du hast jetzt die Chance, 7 Fragen aus 77 oder eine von der intimen Liste, also 6 Fragen aus 77 und eine von der intimen Liste zu machen.
Du bist die Chefin, sag einfach, was wir machen. Also intim machen wir auf jeden Fall, vorher machen wir, aber wir werden gerade Armand, Kiki, du hast vollkommen recht, wir haben das Foto nicht gemacht, Manja. Okay. Pass auf, das ist ganz wichtig, irgendwann werde ich damit eine Ausstellung machen, dann schicke ich euch allen diese Fotos zu und ihr unterschreibt die und dann werden wir eine Ausstellung machen und der Erlös geht an einen guten Zweck. Das will ich irgendwann machen und zwar gehe ich jetzt runter. Ja. Und du gehst hoch und ihr Lieben, ihr fotografiert das bitte. Und nachher, wenn das stille Örtchen vorbei ist, das geht jetzt in die Waden, Vanja, für dich. Nach, ja, warte mal, nach unten. Findest du nicht, wir haben ein bisschen was von Conchita Wurst? Ja, absolut. Aber warte mal, ist das so gut? Ja. Und ihr fotografiert das und nachher, wenn das stille Örtchen vorbei ist, dann bitte in eure Storys stellen und den Vanja und mich verlinken. Ja! Und jetzt noch ein Beauty-Foto, Vanja? Sehr gut, sehr sexy sind wir. So, du darfst dir jetzt eine Frage. Wahnsinn, wie lange du es den Oberschenkeln aushältst. Hat es nicht gebrannt? Es hat gebrannt, aber es war es wert. Ich habe es nämlich, einmal musste ich diese Seite machen und ich habe gedacht, Alter, das ist schon anstrengend. Du darfst dir jetzt von der 77 Fragen 6 aussuchen und nennst mir jetzt eine Nummer. Von 1 bis 77, 21. Ja. 21? Wieso denn 21? Ich habe so ein paar Zahlen, die mir wichtig sind. Die 21. Ach gut, okay. Sternerestaurant oder Pommes rot-weiß? Oh, wie fies. Spontan. Pommes rot-weiß. Ja, ich auch. Ho. Aber da kann ich eine Geschichte zu erzählen. Ich war mal im Sterne-Restaurant, extra bin ich nach Paris geflogen, in so ein Sterne-Michelin-Ding, weil ich das mal erleben wollte. Unbedingt. Und dann in Paris. Und das war alles ganz kleine, natürlich immer kleine Portionen, aber es war alles geschäumt. Das war sehr in zu der Zeit. Okay. Hat ein Heidengeld gekostet. Neben uns haben Leute Zigarre geraucht. Das war, also wir konnten es gar nicht genießen. Es war ein schreckliches Erlebnis. Deswegen wahrscheinlich Pommes rot-weiß. Und das Problem ist im Sternenrestaurant, ich war ja auch schon, man hat so einen Hunger, dass man mit dem Brot am Anfang so viel Brot in sich hineinstopft, dass man nachher dieses Essen gar nicht mehr genießen kann. Es geht mir ähnlich. Nächste Frage bitte. Du bist in Berlin, Vanja, du könntest jetzt noch rausgehen und zum Kudamm gehen. Und so eine Currywurst essen mit Pommes und dick, ganz, ganz dick Mayonnaise. Wobei das ja die Mischung ist zwischen Sternrestaurant und Pommes rot-weiß. Ja. Ne? Bias ist das, die haben ja, da kannst du ja Champagner zu deinem Dings. Nein, das wäre wieder nichts für mich. Wenn, dann muss es richtig ehrliche Curry. Ich esse lieber kein Champagner. Nee, aber so ein bisschen Worcestershire-Soße noch drauf bei dem einen. Ja. Und Zwiebeln. Oh. Es gibt ja Leute, die dann nachts um 3 dann da einfallen und dann für 360 Euro noch eine Dom Perignon-Flasche zu ihren Pommes trinken, weil sie zeigen müssen, dass sie das Geld haben. Das ist ein bisschen lächerlich. Ich mag überhaupt kein Dom Perignon, von daher. Ich sage nur Frage 7. 7? Warte. 7? Welchen Traum möchtest du dir erfüllen? Kann man ja spontan, man muss eigentlich spontan. Du darfst nicht verkopft sein, Vanja. Ja, ich wollte immer ein Haus auf den Kanaren haben. Nee, klar, das, gut, da, logisch, warum das, nicht? Das war immer ein Traum, das hat sich jetzt ein bisschen, weil zu den Kanaren muss man auch hin, aber ich wollte eigentlich alt werden in einer Gegend, wo Tag und Nacht und Sommer und Winter eine Temperatur herrscht, in der ich mich wohlfühle, wo ich nicht friere, aber auch nicht schwitze. Und die Kanaren haben dieses Klima. Und deswegen war immer der Traum, da eine Finca irgendwann zu haben. Aber sind die nicht im Sommer auch knackheiß? Nee, das ist immer, das geht mal auf 28 hoch, es kann auch mal über 30 gehen, aber eigentlich ist die Durchschnittstemperatur so eine angenehme, ich glaube, so 24 Grad oder sowas. Herrlich. Durchschnitt, ne? Sag mal, und welche der kanarischen Inseln denn? Das ist dir wurscht. Ja, ich wollte mal rumfahren. Ich war schon auf ein paar kanarischen Inseln. Die eine war mir zu vulkanisch, so, dass das war ja dunkler. Das ist dann Lanzarote, ja. Genau, Gran Canaria. Ich glaube, La Palma wahrscheinlich oder so. Man muss aber mal hinfahren. Aber gehört La Palma nicht zu Mallorca? Das heißt da anders, Las Palmas oder sowas. Palma de Mallorca gibt es. Moment aber mal. Es gibt ja, wir reden aber von den Kanaren, nicht den Balearen.
Genau, und zwar deswegen von den Kanaren, weil ich das Gefühl habe, und das ist natürlich auch eine schreckliche Erkenntnis, dass das Mittelmeer, weiß nicht, wie lange das Mittelmeer sozusagen noch überleben kann, so wie es behandelt wird. So, warte, nein. Dann schlafe ich heute Abend nicht. Ja, ja, deswegen. Also aber sind die Kanaren nicht auch im Mittelmeer? Nein, die sind immer vor Afrika. Sozusagen unter Madeira, sagt ihr was? Ja, also, Erdkunde 5. Ne? Ja, ist egal, das ist auf jeden Fall. Aber wenn die sind 5 Stunden Flug entfernt. Ja, 4, 4,5. Das ist schon mal wieder. Die schreiben gerade, La Palma ist eine Insel, La Gomera. La Palma oder La Gomera wären wahrscheinlich die beiden, die ich mal angucken würde. Fuerteventura, der starke Wind, da war ich einmal. Da bläst es dir ständig Sand um die Ohren. Also La Palma oder La Gomera, aber das ist ein alter Traum. Ich glaube, ich werde einfach das zurückziehen und sagen, ich sage einfach was anderes. Weil ich habe auch das Gefühl, das ist mir nicht wirklich durchdacht. Anscheinend warst du noch gar nicht auf allen Inseln, träumst aber von den Kanaren. Und auf den zwei, wo du warst, da willst du gar nicht wohnen. Ich war auf allen Inseln. La Palma war ich. Du hast mich gerade durcheinander gebracht mit den Palma de Mallorca. Ich sage einfach mal so, ich träume davon, noch einmal die Wampe loszuwerden. Welche Wampe? Ja, die siehst du jetzt nicht. Die ist unterhalb der Bildkante. Geh, Wanda. Wichtig, du hast immer eine Granatenfigur gehabt. Ja, und aber das... vor allem, als wenn du die auf den Kanaren loswerden würdest. Nein, deswegen, ich tausche den Kanarentraum mit dem Traum, die Wampe loszuwerden. Das wollte ich gerade machen. Du willst jetzt die Wampe loswerden? Ja, ja. Also das ist aber ein bisschen, ist ja hier nicht der Feenwunsch. Da müsstest du ja was tun. Ja, deswegen. Das mache ich. Ich kann es dir verraten. Ich habe seit 1,5 Jahren Rückenscheiße am Start, sozusagen Rückenprobleme. Und die habe ich jetzt quasi fast im Griff. Ich habe jetzt noch einen Termin. Und wenn der gut läuft, dann kann ich wieder mit Sport anfangen. Und dann geht die Wampe auch wieder weg. Schieß los. Frage 2. Ja, Lendenwirbel. Sag mir, du musst mir doch eine Frage. Frage 2. Deine erste Liebe hieß? Katrin. Weiß ich noch ganz genau. Das war 7. oder 8. Klasse. Wollte nichts von mir wissen. Klar, ich habe mich immer verliebt in Leute, die... Ja, dramatisch auch noch. Ja. Ja, scheiße. Vielleicht ärgert sie sich heute, wer weiß. Das hoffen wir. Katrin, wenn du jetzt zuhörst, du hättest die Chance vor vielen, vielen Jahren gehabt. Jetzt muss man sagen, vorbei. Warte mal, wie viele Jahre ist das denn? Das wären... Das sind 40 Jahre her. Nee, Quatsch. Warte mal, 8. Klasse, wie alt warst du? Nee, Quatsch. Wir waren so 14, so ungefähr. Also sind es 34 Jahre her. Vielleicht lebt die auch gar nicht mehr, wer weiß. Natürlich, warum soll denn Katrin nicht leben? Wir haben ja gerade drüber gesprochen, das kann ja jederzeit passieren. Katrin lebt wahrscheinlich noch. Katrin, aber du hast Katrin aus den Augen. Gab es kein Klassentreffen mehr? Nein, wir waren irgendwie keine so besonders gute Gruppe damals. Die Klassentreffen haben sich dann irgendwann verlaufen. Und wie gesagt, ich würde heute auch niemals mich mehr in Katrin verlieben. Leider. Guck, also, da heißt eine. Wissen die leider. Ich heiße Katrin, schreibt gerade eine. Ich heiße Katrin. Da ist sie. Wir haben sie. Katrin? Katharina? Nein. Aber ach, ich sag dir was, ich ärgere mich darüber. Ich höre ja von Freunden immer, dass die so auf so Klassentreffen gehen. Ne? Mhm. Und zwar immer wieder und so. Ich bin doch oft überhaupt gar kein Klassentreffen eingeladen worden. Das müsstest du einfach mal organisieren. Oder wart ihr euch nicht so eng damals? Ja, ich habe die Schule öfter gewechselt. Also ich habe nicht so dieses, ich habe ja kein Abi. Weißt du, hast du Abi? Ich wurde quasi von meinem Vater gezwungen. Der hatte nämlich auch kein Abi. Nicht gezwungen, aber gesagt, Vanja, pass auf. Der hat mich ja gewarnt vor der Schauspielerei. Der hat mir von seinen Fehlern erzählt und von seinen guten Sachen und Wegen. Und er meinte, stell dich breit auf. Das heißt, mach erst das Abitur, weil wenn du irgendwann auf diesen scheiß Beruf keine Lust mehr hast oder auf diesen tollen Beruf, der aber auch schwierige Zeiten... Scheiße. So, keinen Bock mehr hast, dann kannst du was anderes machen. Und mach eine Schauspielschule. Die beiden Sachen hat er quasi darauf bestanden. Und wo warst du auf der Schauspielschule? Ich bin nach New York gegangen. Ach, wir sind dann gleich mal nach New York. Natürlich, Entschuldigung. Wir gehen nach... Gibt es eine Geschichte? Willst du sie hören? Ich war in der New School for Social Research und die haben ein Programm gehabt mit dem Actors Studio zusammen. Das war das erste Jahr. Und haben also Method gelehrt und ich habe Method gelernt.
Aber letztlich ist es einfach nur Kochen, Kochen lernen, Namen für bestimmte Rezepte und Gewürze lernen, die man vorher nicht kannte, aber die Gewürze und die Rezepte kannte man. Also so, weißt du, man hat so Namen für Methoden bekommen, die man schon angewandt hat. Du hast aber da nicht kochen gelernt. Nein, ich habe jetzt versucht, eine Metapher zu finden, wo man sagt, dass ich... Siehst du, das ist mir zu hoch. Da bist du Abiturient und auch noch New Yorker Schauspieler. Ich habe jetzt wirklich gedacht, du hast da kochen gelernt in New York. Nein, ich habe sozusagen, ich habe nur gesagt, ich habe ja vorher schon gespielt, gedreht. Ich weiß, du hast früh angefangen. Früher schon Sachen gemacht, die dann betitelt wurden mit Namen wie, weißt du, so Private Moment oder weißt du, so haben die so Namen gehabt, genau. Also es war letztens. Ja, kann ich spielen. Das kannst du spielen. Für Geld aber. Aber für Geld, ja, absolut. Ich würde jetzt nicht sagen, spiel mir die Banane, aber jetzt sag doch mal noch eine Nummer. Ich sage jetzt mal Nummer 72. Sabika 42, Elena ist raus. Vielen Dank. Elena ist da nämlich nicht so gebildet. Der Vanya kann Französisch, der Vanya kann fließend Englisch. Jetzt habe ich sogar schon die Nummer vergessen, die du gerade gesagt hast. Du bist, jetzt muss ich dir aber mal sagen, du bist ein so toller Schauspieler. Wenn man dich bewundert in Filmen, hier wie dem Harpe-Film oder sowas, ist wirklich eine Wucht, mit was für einer Energie du spielst. Und wenn man sieht, was du alles auf die Beine stellst, das würde ich gerne mal schaffen, meine Liebe. Mit den ganzen Kindern, die du auch noch an der Backe hast. Ich werde rot. Ja. Ich brauche mein Klopapier, um es abzuwischen. Nummer 72. 72. 72. So, Vanya. Jetzt bin ich gespannt. Du gewinnst 1 Million. Ja, gewinne ich jetzt. Können wir damit Schluss machen? Wir machen jetzt Schluss, du gewinnst jetzt 1 Million. Erzählst du deinen Freunden davon? Auf jeden Fall. Na klar, oder? Hallo. Der erste Anruf, oder? Ja, das ist also der erste Anruf, wäre natürlich irgendwie so der engste Familienkreis. Ja. Und dann kommen direkt die besten Freunde dran und da muss man gemeinsam überlegen, was man mit der Kohle macht, natürlich. Natürlich, also es gibt ja, soll ja Leute geben, die da tatsächlich nicht drüber reden und weiterleben wie bisher, die so geschockt sind. Ja, ich glaube, das verändert einen auch, ehrlich gesagt. Wenn man weißt das nicht, also wenn man plötzlich und unerwartet zu sehr viel Geld kommt, muss man klug, glaube ich, und deswegen würde ich mit meinen Freunden reden, weil dann, um einen klugen Weg zu finden, mit der Veränderung umzugehen. Aber sag mal, glaubst du nicht, dass 1 Million, also jetzt werden wir mal vermessen, ja, aber dass das, wenn man die gewinnt im Lotto, ihr Lieben, schreibt mal bitte, das weiß ich nämlich nicht, wenn man das gewinnt, ist es dann steuerfrei? Ja, ich glaube ja, und zwar glaube ich aber nur eine gewisse Zeit. Ich glaube, du musst innerhalb des ersten Jahres was damit machen. Ich glaube, aber schreibt das rein, Leute. Wer hat das? Weil das habe ich nämlich, damit wissen wir auch gleich, wer von euch die Millionen schon gewonnen hat. Nein, aber 1 Million geht ja noch. Hier schreibt jemand, würde nichts sagen. Also ich glaube, es ist steuerfrei. Und dann musst du irgendwann Gewinne versteuern oder wie auch immer. Also ich glaube, du musst. Aber weil 1 Million letztendlich, ja, die ja auch relativ schnell weg sein kann. Das ist das Problem. Ich glaube, dass Leute, die zu schnell zu Geld kommen, weißt vorher irgendwie, die hauen das für ihre Träume raus und dann ist die Kohle weg. So ist es. Weil, also zum Beispiel, ich meine, wir haben ja auch keine Eigentumswohnung, ne, hier, aber in München wird es ja für 1 Million. Kannst du eine mieten für ein Jahr? So, völlig nein, aber ich sage, weißt du, was ich meine? Das ist ja völlig abwegig, ja? Ja, richtig. Du hast recht. Guck mal, ein Jahr ist nur steuerfrei. Das heißt, du bist gezwungen, es auszugeben. Ja, du kannst es investieren und dann hast du natürlich eine Wohnung dir gekauft wahrscheinlich, vielleicht ein Auto noch, keine Ahnung, aber du kannst es eben nicht Cash auf die Bank legen, dann hast du, glaube ich, ein Problem. Wir werden uns damit befassen, aber du wirst mich ja anrufen, wenn du die Millionen gewinnst. Sofort. Sofort? Also das müssen wir jetzt hier abmachen, wenn du im Lotto gewinnst. Bitte, dann rufst du mich an und dann besprechen wir, was wir machen. Wir können dann auch eine Umfrage machen und dann, genau. Dann hier, Sophia Ballauf schreibt, Immobilien, Wohnung kaufen, alle kaufen, mit dem Haus auf La Palma. Siehst du, das? So wäre es auch gewesen. So, man hätte das Haus, so, es wäre eigentlich jetzt hervorragend. Nächste Frage bitte, Vanya. Wie viele haben wir denn noch? Fragen? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, ich habe schon wie viele Fragen haben wir noch? Ich glaube 3. Wir hatten jetzt, wir hatten die 21. Ja. Wir hatten die 7. Ja. Die 72. Wir hatten die 2. Und die 2. Wir hatten 4 Fragen. Wir hatten 4 Fragen. Aber lustig, dass ich mich an die Fragen nicht erinnere, aber die Zahlen.
Ja. Das war interessant. Weil ich dir die so vorgespielt habe, da erinnerst du dich dann. Das ja, ist das, aber ist das interessant? Nee, wirklich. Ich erinnere mich an die Zahlen. Ja. Und wenn ich dann jetzt noch nachdenke, weiß ich auch die Fragen. Aber ich erinnere mich an die Zahlen. Ich erinnere mich auch noch an die Zahlen und daran, dass ich so lange rumgestottert habe, ob ich Pommes esse lieber oder ob ich lieber ins Sternenlokal gehe. Da hast du ein bisschen gestottert. Jetzt habe ich noch drei Fragen, richtig? Ja, aber zwei nur von der Liste und eine von der Intim. Okay, und was sind das für Nummern? Intim? Darf ich mir auch eine Nummer aussuchen? Jetzt machen wir mal die zwei und dann beschäftigen wir uns mit Intim. Super, dann sage ich jetzt die 26. Und dann spielst du morgen Lotto mit diesen Zahlen. Ja. Ne? Hast du schon mal eine peinliche SMS verschickt, als du zu viel getrunken hattest? Nicht, als ich zu viel getrunken habe, aber so auch schon peinliche SMS verschickt. Oder auch an die falschen Leute Sachen geschickt und so. Ja. Zum Glück nichts, was richtig in die Hose gegangen ist, aber wo man dachte so, Mist, ja, das hätte in die Hose gehen können. Ja, ja. Aber es ist nie in die Hose gegangen. Ja, toi, 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 nicht bis jetzt. Aber man ist eben, weißt du, so, man drückt da drauf rum und dann scrollt man durch und dann hat man vielleicht Leute markiert, an die die SMS dann auch geht, ja, oder so. Nee, muss man auch Sache. Hast du schon mal? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe schon mal eine SMS verschickt, wo so eine, aber nicht sowas, wo ich jemand einem und dem anderen oder sowas, sondern ich glaube, ich habe schon mal so Sachen verschickt, die ich dann, wo man dann zurückziehen musste und sagen musste, eigentlich rufe ich eher an, weil da hatte ich immer Angst vor, dass ich so Sachen schicke. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, natürlich. Da hatte ich immer, weil was haben ich und meine Freundin früher hieß es ja noch SMS, heute macht man ja WhatsApp, nicht? Aber was haben wir früher, wo du auch noch so getippt hast, weißt du, am Handy, ne? So, ja. Die Buchstaben und so, ja. Weißt du? Und dreimal Dings, dann hast du ein D und dreimal so, dann hast du ja, D. Wahnsinn. Was haben wir diskutiert und diese SMS gedeutet? Weißt du, Frauen deuten ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was wir machen das auch nicht so. Meine Followerschaft mit Sicherheit hat schon SMS. Du bist ein Mann, Vanja. Frauen, entschuldige, da kommt eine SMS an nach einer Nacht mit einem Typen, vor Jahren, ne, bei einer Freundin. Ja, ja, natürlich. Und da steht dann drauf, war nett, können wir mal wieder machen und meine Freundin ist der Ansicht, der will sie heiraten. Und ich sage, nee, das hat er nicht geschrieben. Weißt ja, du, ich verstehe, was du meinst. Ja, total. Aber wir Frauen nach viel Goodwill und lass mich nochmal die SMS sehen und lass uns nochmal besprechen, wie man es gemeint haben könnte, ist man, um nachher der Freundin zu helfen, sagen nachher alle, der will dich heiraten und ein Kind von dir. Fakt ist, der wollte ihn nicht wiedersehen. Aber wir haben es anders gedeutet. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber weißt du, was danach kam, nach diesen SMS, wie du sagst, dreimal drücken, D und so weiter, danach kam doch Autokorrektur zum ersten Mal. Da ist doch auch ganz schön viel schief gegangen. Da gab es doch Verwirrungen, weil plötzlich... Man hat das geschrieben und dann wurde das plötzlich die Message verändert und Worte vertauscht und plötzlich brannte die Luft. Ja, 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 um das, Gottes Willen. Lass uns nicht darüber sprechen. Wir machen die nächste Frage dann, ja. Bitte. Die 10. Du scheuchst mich hier aber durch meinen Fragenkatalog. Worüber hast du dich zuletzt so richtig aufgeregt? Oh, wir wollten nicht über Politik sprechen. Nein, wir machen die intime Frage. Bitte, weil dann geht mir auch alles hoch. Wir reden nicht über Politik. Nein, wir reden deswegen, nicht. Da gibt es einige Sachen. Nein. Fuku, 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 schala, wow, wow, wow. Genau. Weg ist es. So, intime Frage. Jetzt go. Die Welt ist eine Scheibe und es ist alles schön. Die Welt ist eine Scheibe, jetzt da fangen wir jetzt schon wieder an. Die Welt ist eine Scheibe und es ist alles schön. Vanja. Und zwar entweder meine intime Liste oder die intime Liste vom Herrn Vnuk. Boah, Olli ist, glaube ich, härter als du. Ich bin ganz sanft. Du bist sanft, ne? Mhm, aber nehme ich deine. Gut, 1 bis 16, bitte. 12. Was ist das Dümmste, was du aus Liebeskummer getan hast? So langweilig eigentlich. Warum? Weil ich mich einfach nur total besoffen habe und dann irgendwo auf irgendeiner Parkbank aufgewacht bin. Du bist auf einer Parkbank aufgewacht? Ja, ich bin irgendwie, da war ich natürlich jünger, in Hamburg war das.
Und da war ich war schon über 18, das heißt, ich durfte trinken, aber ich bin dann irgendwann, wusste, da habe ich einen Filmriss bekommen, bin im Innocentia-Park aufgewacht, auf der Parkbank, morgens. Wegen Liebeskummer? Ja, wegen Liebeskummer habe ich mich abgeschossen, natürlich. Und dann bin ich irgendwie, ich habe mich zum Glück nicht irgendwie besudelt oder eingenässt. Das hätte ja, sowas kann ja auch passieren. Ich hatte nur eine riesen Schädel und dann war ich aber relativ schnell. Man muss sich eigentlich, man darf sich nicht besaufen oder dummes Zeug machen. Man muss zu seinen Freunden, man muss sich mit denen hinsetzen, die sollen einem das Köpfchen streichen oder waschen, wie auch immer, also im übertragenen Sinne, und einen auf den Boden der Tatsachen zurückbringen und dann läuft das schon. Nie solche Sachen alleine versuchen, mit sich selbst auszumachen. Das ist immer scheiße. So war das aber damals und ja, außer einem großen Kater habe ich aber nichts zurückbehalten. Ich finde auch wenn wir je wieder Liebeskummer haben sollte, Fuku Fuku Schala, wa, 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 sucht euch gute Freunde, mehr kann man dazu nicht sagen, oder? Ja, Das andere so. ist ein Fehler. Vanja, es ist 23:15 Uhr, wir haben uns so verquatscht, mein lieber Herr Gesangsverein. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Ja, und Wir ich müssen möchte jetzt. noch mal dran erinnern, Vanja, Ja. was, und das frage ich jetzt euch, was ist morgen Abend um 20:15 Uhr? Martha Liebermann Du in sollst der das doch nicht KfW. verraten. Entschuldige. Vanja, Das war ein so sehr, richtig bitte guter sind Film. wir deswegen. Weißt du, was wir machen? Wenn du in Berlin bist, melde dich. Dann Ja. gehen wir mal schön was essen und trinken oder eine Currywurst, wenn du willst. Und Currywurst. Wir gehen eine Currywurst essen. dann klären wir alle anderen Bist du am Intimfragen auf. 26. in Berlin? 27. Oktober Oktober? jetzt. Ich fürchte, da bin ich in Belgien gerade ja wieder Ach super, zum da Drehen. moderiere ich das Jane Wow Festival und danach kann ich dir schwören, gehe ich eine Currywurst essen. Du schreibst mir, SMS mir, dann sehen wir uns bei der In Currywurst oder ich bin in Buxtehude-Hamm. Belgien und dann bin ich. Du, wo steckst du denn jetzt eigentlich grundsätzlich? In München, oder? In München auf meinem Klo. Ja, ich meine, aber du, da bin ich ja auch Ich ab bin und München, zu. also ich bin München fest stationiert, du nach wie vor Berlin? Du weißt das, ja genau, und du weißt, dass Fritz und ich haben auch schon zusammen gedreht. Ich weiß. Ich weiß. Und deswegen, Die wir Welt könnten auch ist ja so klein. Wir könnten ja auch. zusammen was essen oder trinken, nicht? Ja, Sag ich mal. aber der Herr Karl ist wahrscheinlich an dem Tag nicht in Berlin. Weil wir Nein, ich meine aber, versuchen. wenn ich in München wäre, rufe ich Kommst du euch denn nach an. München? Immer mal wieder. Wenn du in München bist, dann meldest du dich, weil hier sind wir ja. Und dann gehen wir schön schnabulieren. So machen wir es. Beim Plan. Vanja, ich nehme dich raus. Gehabt dich Ja. wohl morgen Abend, 20:15 Uhr. Und Schön, dass ich schreib da dem sein Vanja, wie ihr durfte. es gefunden habt, den Film. Das mag er. Ne, Auf jeden Vanja? Fall bei mir auf Insta. Ja, schreib das hin. Tschüss, mein Super. Herz. Ciao, du Ciao. Liebe. Mach's gut. Bis bald. Danke, dass du so offen warst. Ciao. Ach, was für ein schöner Abend. Traurig und lustig und alles, wie das Leben halt so ist. Ich sag's euch. Was ist denn jetzt eigentlich diese Woche? Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche. Diese Woche war das Wetter ja gut. Ich hoffe, die nächste auch. Ich möchte mich ganz, ganz doll bei Unk Gretel, bei Dermalogica, bei Hakle und bei Noeli bedanken, dass ihr an meiner Seite seid. Ohne das wäre das stille Örtchen so auf lange Sicht auf gar keinen Fall möglich. Vielen, vielen Dank. Und ohne euch da draußen, die Zuschauer, wäre das natürlich auch überhaupt nicht möglich. Ich danke, dass ihr wieder so zahlreich da wart. Es war toll. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Es ist 23:18 Uhr. Ich weiß, ich überziehe gerade immer. Es tut mir leid. Schlaft schön. Gehabt euch wohl. Jetzt machen wir einen schönen Abbinder. Ich vergesse ja immer alles. Und das war's leider schon wieder. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Genießen Sie die Zeit, bis wir uns wiedersehen, wenn es wieder heißt, auf ein Wörtchen bei Ulig stillen Örtchen.